Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Spezialvideo zum Thema Balkonkraftwerke. In diesem Video geht es darum, dass ich euch ein paar Tipps geben will, worauf ihr achten solltet, um die ideale Kombination zwischen Modul und Wechselrichter, den zeige ich euch gleich, zu finden, damit ihr genau wisst, was eure Anlage kann und was sie nicht kann, worauf man achten sollte. Denn es gibt immer noch so ein paar kleine Tipps und Tricks, die man beachten sollte. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Auf geht's! Dann lasst uns einfach mal anfangen. Und zwar zeige ich euch erstmal, was ich hier als Testaufbau sozusagen habe. Dazu drehe ich mich mal um und zeige euch mal zunächst das Modul, um das es geht. Das ist hier das gute Stück, ein Monstrum, 1,14 Meter x 1,75 Meter. Ein 410 Watt Halbzellenmodul, ein richtiges Monstrum, das wiegt fast 25 Kilo. Ich bedauere jeden Monteur, der viele davon auf Dächern montieren muss. So ein Modul ist natürlich super attraktiv, ja, mit einem Modul gleich 410 Watt Hammer. Braucht man nur noch den passenden Wechselrichter dazu. Und ich habe hier jetzt mal einen Wechselrichter rausgesucht. Und zwar ist das ein Homiles Wechselrichter, ein HM600, der in vielen Angeboten für Balkonkraftwerke verwendet wird. Der kann also maximal einen Output von 600 Watt, das steht auch hier. Wo haben wir es? Da ist es maximal Continuous Output Power, also die maximale durchgehende Leistung, die dieses Gerät liefern kann, sind also 600 Watt. Er hat zwei Eingänge, das ist sehr attraktiv. Man kann also hier sogar zwei Module anschließen, heißt also zwei getrennte MPP-Tracker, sehr, sehr gut. Er hat auch die Möglichkeit, kann man noch mehrere von diesen Homiles zusammenschließen. Er hat einen Access Point eingebaut und so weiter und so fort. Also es ist ein attraktives Gerät. Und eigentlich erscheint das ja jetzt erstmal als wirklich total ideale Kombination. Ein Riesenmodul und ein Wechselrichter dazu. 600 Watt darf ich bei steckerfertigen Solaranlagen einspeisen. Da wäre ja rein theoretisch sogar noch ganz schön Luft nach oben. Man könnte vielleicht sogar noch ein zweites Modul dazu packen, weil das hat ja nur 410 Watt. Und jetzt geht's mit den Tücken und den Erfahrungen los. Und ich hoffe, dass ihr jetzt ein paar kleine Tipps noch bekommt, die euch helfen zu beurteilen, ob dieses Set hier zum Beispiel, dieses Set aus diesem 410er Modul und diesem Wechselrichter hier ein gutes Paar ist, ein gutes Systemangebot ist, wenn ihr das so bekommen würdet. Oder nicht. Und was wichtig ist, dazu entscheiden, ob es gut ist oder nicht. Und um das entscheiden zu können, gucken wir uns erstmal nochmal ganz kurz das Modul an. Und zwar haben wir, wie gesagt, hier ein sogenanntes Halbzellenmodul. Wir haben dazu auch schon mal Videos gemacht. Es gibt auch inzwischen eigentlich fast gar keine anderen Module mehr auf dem Markt. Was ist das Besondere an Halbzellenmodulen? Ich gehe mal ein bisschen näher ran, ihr könnt das sehen. Also jede Zelle, die ihr hier seht, die war eigentlich ursprünglich mal doppelt so groß, ist geschnitten worden und man hat jetzt sozusagen hier zwei Module in einem. Man hat nämlich hier ein Modulfeld und hier unten nochmal ein Modulfeld. Hier in der Mitte ist die Sammelleitung für beide Felder und den großen Vorteil davon, den zeige ich euch nachher in Bildern. Wie gesagt, Halbzellenmodule sind inzwischen eigentlich State of the Art. So, und jetzt gucken wir uns mal ganz wichtig auf der Rückseite das Etikett an. Was haben wir denn hier? Hier haben wir also erstmal die Peak Power, 410 Watt. Dann haben wir maximale Power Voltage, also die maximale Spannung, 30,64 Volt. Das ist also ein Modul mit eher relativ geringer Ausgangsspannung, dann Maximal Power Strom, also das, was sozusagen an Strom maximal rauskommt, sind 13,39 Ampere. Das ist wieder relativ viel. Wenn man das beides miteinander multipliziert, kommt man auf diesen Wert. Dann haben wir die sogenannte Kurzschlussspannung, die liegt hier bei 37,16 Volt. Die ist immer höher als die Spannung im Punkt im optimalen Arbeitspunkt, weil hier dann keine Last auf dem Modul ist. Und dann haben wir hier den maximalen Kurzschlussstrom, der liegt bei 13,67 Ampere. Bei diesem Modul gibt es eine Leistungstoleranz von bis zu plus 3%. Also das Modul muss mindestens 410 Watt erreichen, kann aber auch 3% mehr sein. Dann haben wir hier die maximale Effizienz, die liegt bei 21%. Dann kann man sehen, dass man hier eine maximale Systemspannung von 1500 Volt. Das muss man beachten, wenn man jetzt viele, viele, viele Module in Reihe schaltet. Die Dimensionen und das Gewicht
Ach, sind 21, nicht 25 Kilo. Fühlt sich aber an wie 50 Kilo. So, diese ganzen Angaben, die hier stehen, sind natürlich Angaben, die sich auf bestimmte Testbedingungen beziehen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Dieser Wert, der hier steht, dieser Maximalwert, der hier steht, 410 Watt, der wird erreicht unter diesen Testbedingungen. Die Standard-Testbedingungen stehen auf jedem Modul unten drauf. Wenn nicht, hier nochmal Zelltemperatur 25 Grad, Einstrahlung 1000 Watt auf den Quadratmeter und eine Luftmasse von 1,5. So, und dass man das Ganze nicht in die Mülltonne wirft, ist, denke ich, auch klar. Kommen wir zurück zur Leistung. Jetzt wird es nämlich wichtig, denn die elektrische Leistung lässt sich auf verschiedenen Wegen erzeugen. Nämlich ist es immer das Produkt aus Spannung mal Strom. Also hier zum Beispiel 30,64 Volt mal 13,39. So, jetzt kann es aber durchaus sein, dass oder ich kann diese elektrische Leistung von 410 Watt ja auch anders erreichen, indem ich zum Beispiel sage, hey, ich habe ein Modul, das hat eine Spannung, Achtung, von theoretisch 410 Volt und liefert dabei genau 1 Ampere. Dann hätte ich also 410 mal 1 auch gleich 410. Oder ich habe ein Modul mit 205 Volt Spannung und 2 Ampere. Dann hätte ich 205 mal 2 wären auch 410 Watt. Hier bei diesem Modul sind es eben im Punkt maximaler Leistung 30,64 Volt mal 13,39 Ampere. So, und diese beiden Zahlen, die sind halt wichtig, denn wenn ich diese maximale Leistung wirklich auch mal ausnutzen will, wenn ich sie denn überhaupt erreiche, dann brauche ich einen Wechselrichter, der mit diesen beiden Werten klarkommt. Also der muss 30,64 Volt auch verarbeiten können, durchaus auch mal mehr, weil das ist ja nur die Spannung im Punkt maximaler Leistung. Und der muss auch diesen Strom verarbeiten können. So, jetzt drehe ich mal die Kamera zu mir. Und das ist eben einfach ein Punkt, der häufig, ja, vielleicht übersehen wird, nämlich dass der Wechselrichter genau zu dem Modul oder den Modulen passen muss. Und jetzt gucken wir uns mal diesen Wechselrichter hier an, den ich hier jetzt mal beispielhaft mitgebracht habe. Dazu drehe ich wieder die Kamera. Wir gucken noch mal auf das Typenschild von diesem Wechselrichter. Und da kann ich zum Beispiel sehen, dass die MPP-Regelung in einem Bereich zwischen 29 und 48 Volt stattfindet. Und das heißt also, der kann zwar von 16 bis 60 Volt am Eingang arbeiten, aber die MPP-Regelung, also um den Punkt der besten Leistung zu finden, findet nur statt zwischen 29 und 48 Volt. Jetzt gucke ich mal auf das Modul nochmal zurück. Da steht was mit 30,64 Volt. Das heißt also, das passt gerade so. Also der Wechselrichter kann zumindest, was die Spannung begeht, das Modul in den optimalen Spannungspunkt führen. So. Und der nächste Punkt ist der Strom. Und da wird es nämlich interessant, denn dieser Wechselrichter, der kann zwar bei Kurzschlussstrom 2x15 Ampere verarbeiten, aber die Dauerleistung oder der Dauerstrom, der von diesem Wechselrichter verarbeitet werden kann, sind auf jedem Eingang, Eingang 1, Eingang 2, 11,5 Ampere. So, und jetzt gucken wir wieder auf das Etikett von diesem Modul und sehen hier 13,39 Ampere. Das heißt also, wenn es ganz schlecht kommt, also beziehungsweise wenn es nämlich gut kommt und das Modul eigentlich in optimaler Bedingung unter optimalen Bedingungen arbeitet draußen, dann würde es ja deutlich mehr als diese 11,5 Ampere liefern, nämlich sogar 13,39 Ampere. Und damit würde nicht die volle Leistung des Moduls hier abgerufen werden können, denn der A verarbeitet eben nur maximal 11,5 Ampere pro Eingang und damit fehlt dann einfach Leistung. So. Und jetzt zeige ich euch mal, das blenden wir jetzt mal hier ein, denn ich habe dieses Modul ja mal ausprobiert und vermessen und habe eben festgestellt, und das blenden wir jetzt mal hier ein, dass maximal etwas über 300 Watt aus diesem Modul gezogen werden können und eben nicht die 410. Woran liegt es jetzt? Zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das Modul ist einfach zu warm geworden. Wir blenden mal hier Temperaturmessungen ein. Da habe ich also gemessen, dass schon bei nicht allzu heißem Wetter sehr schnell unten auf dem Modul, also über 40 Grad erreicht werden. Das heißt also, diese Werte hier, diese Standardtestbedingungen, die sind schon gar nicht mehr eingehalten, denn das Modul ist einfach wärmer als diese 25 Grad und dann sinkt die Spannung und damit kann ich schon gar nicht mehr den MPP eigentlich treffen. Das heißt, ich kann schon alleine, weil das Modul warm geworden ist, gar nicht die maximale Leistung von 410 Watt treffen bzw. erwarten. Das ist der Punkt 1. Und wie gesagt, der Punkt 2 ist halt, dass wenn jetzt tatsächlich hier 13,39 Ampere fließen könnten,
Aufgrund der Bedingungen kann der Wechselrichter entsprechend weniger verarbeiten und deswegen kriege ich aus diesem Modul nach meinen Messungen maximal 307 Watt raus. Das blenden wir auch gerne hier nochmal ein. 307 Watt. So, 307 im Vergleich zu 410, da denkt man natürlich, das ist ja Beschiss von vorne bis hinten. Wo sind diese 25%? Ich habe es gerade gesagt, diese 410 Watt mag dieses Modul bei diesen Standard-Testbedingungen tatsächlich auch liefern, aber wie gesagt, die habe ich in der Regel nicht. Es ist zu warm, es ist zu kalt, die Einstrahlungen sind weniger als 1000 Watt. Das ist ja eigentlich normal, dass die Einstrahlung eben nicht diesen Wert erreicht. Der kann natürlich auch mal höher sein, aber in den meisten Fällen ist er halt ein bisschen niedriger. Zum Beispiel alleine schon, wenn die Sonne schräg steht. Guckt mal hier, da blende ich auch mal was Kurzes ein. Da kann man an der Seite den Schatten sehen. Nicht? Also ein Modul, was nicht nachgeführt wird, steht eben in den allermeisten Stunden des Tages nicht optimal zur Sonne. Deswegen sind diese Optimalbedingungen einfach nicht zu erreichen. Und dann kommt eben noch die Limitierung des Wechselrichters dazu. Und da muss man dann einfach wissen, dass mit 307 Watt, die dieses Modul bringt, bei gutem Wetter schon die Spitze erreicht ist und man damit an sich eigentlich sehr zufrieden sein kann. So, was ist aber, wenn man jetzt ein zweites Modul anschließt? Würde man hier also ein zweites Modul anschließen auf dem zweiten MPP? Bingo! Dann hätte man diese 600 Watt auch tatsächlich an Ausgangsleistung erreicht, obwohl man 820 Watt an Peakleistung modulmäßig angeschlossen hat. So, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Schauen wir uns, bevor wir die Frage beantworten, mal noch ein anderes Beispiel an. Ich habe euch ja gezeigt, das ist ein Halbzellenmodul und nicht selten liegen Teile eurer Module oder eures Moduls irgendwie im Schatten. Ne? Irgendwie, gerade wenn man am Balkon, Terrasse denkt, da ist immer vielleicht irgendwas, was einen Schatten liefert. Und bei diesem Halbzellenmodul hast du eben den Vorteil, dass es eigentlich zwei Module sind. Und wenn der eine Teil im Schatten liegt, dann liefert der halt weniger Strom. Aber der andere kann voll weiterarbeiten. Und hier blende ich euch mal das Ergebnis ein. Also bei halbseitiger Beschattung liefert dieses Modul immer noch über 200 Watt Leistung. Wahnsinn. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Also wenn ihr solche Bedingungen habt, wo ihr mit Schatten zu rechnen habt, dann seid ihr mit so einem Halbzeller-Modul natürlich auf jeden Fall schon mal besser aufgestellt als mit einem normalen Modul. So, ja, und lohnt sich das jetzt also, sich so ein riesengroßes Modul zu kaufen, wenn man doch nicht die volle Leistung über den Wechselrichter bringen kann? Ja, entweder nimmt man halt einen anderen Wechselrichter. Aber wie gesagt, ihr dürft ja bei steckerfertigen Anlagen nur Wechselrichter nehmen, die maximal 600 Watt Ausgabeleistung haben. Also vielleicht findet ihr ja einen Modulwechselrichter, der bis 13, irgendwas Ampere auch verarbeiten kann. Dann habt ihr natürlich einen Vorteil. Das ist ein bisschen schwierig, denn 13,39 Ampere, das ist schon ganz schön viel für so ein Solarmodul. Die meisten machen eh so zwischen 8, 9, 10 Ampere, wobei, wie gesagt, bei diesen neuen großen, da hat man schon diese sehr hohen Ströme. Aber eins dürft ihr natürlich nicht vergessen, wir hatten zwar in diesem Jahr noch nie so viele Sonnenstunden wie in diesem Jahr, aber das ist ja nicht immer der Fall, denn wir haben ja auch mal, so wie es zum Beispiel jetzt draußen ist, bedeckteren Himmel. Und dann hat man natürlich von so einem starken Modul den Vorteil, dass es schlicht und ergreifend dann doch mehr Leistung bringt als halt ein 330er, 350er, 380er Modul. Da ist kein riesengroßer Unterschied, aber es liefert dann schon ein bisschen mehr an Leistung. Ist das jetzt also eine sinnvolle Kombination? Zum Beispiel dieses 410er Modul hier mit diesem Homiles Wechselrichter zu kombinieren? Ich denke, ja, aber ich finde es besonders gut, wenn man eventuell den Platz hat für zwei Module, zum Beispiel auf einem Geräteschuppen oder irgendwo hinten im Garten. Zwei Module davon angeschlossen, kriegt man garantiert bei gutem Wetter locker die 600 Watt an Ausgangsleistung. Und wenn es nicht so Topwetter ist, kriegt man immer noch eine Menge. Die Halbzellenmodule, wie gesagt, sind im Vorteil. Ist es jetzt, und bei schlechtem Wetter, wie gesagt, hat man einen Vorteil. Ist es jetzt schlecht oder schlimmer, wenn man ein 370er, 380er Modul nimmt? Nicht unbedingt. Denn das hat dann eben eine höhere Leistung bei voller Sonne, weil es wahrscheinlich eher eine etwas höhere Spannung und dafür einen geringeren Strom hat. Passt also besser zu diesem Wechselrichter. Haben aber dann wieder Nachteile, wenn das Wetter nicht so optimal ist. Also ich finde diese Kombination ganz gut. Und das Wichtigste ist eigentlich für mich, dass ihr hoffentlich ein bisschen nachvollzogen habt, dass man nicht einfach jedes Modul mit jedem Wechselrichter kombinieren kann, sondern dass man sich kurz mal die technischen Daten anschaut und checkt, passt der Wechselrichter zum Modul, beziehungsweise das Modul zum Wechselrichter.
Und wenn man da die optimale Kombination findet, kann man noch ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln. Und ganz wichtig am Schluss, und damit ist auch schon Feierabend für heute, nämlich mit dem Hinweis, bitte seid nicht enttäuscht, wenn ihr die Top-Leistung, die bei eurem Modul angepriesen wird und draufsteht, in der Praxis, Wechselrichter hin oder her, wahrscheinlich so gut wie niemals seht. Das ist etwas, woran man auch vielleicht am Anfang sich ein bisschen gewöhnen muss, dass man denkt, Mensch, ich habe da ein 300er Modul und ich kriege da irgendwie nur 80 Watt raus oder 120 oder 150 Watt raus. Das sind, wie gesagt, Messwerte unter Standardtestbedingungen und schon eine Abweichung in der Temperatur bedeutet eben entsprechende Abweichung in der maximalen Leistung. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es war für euch der ein oder andere kleine Tipp dabei und jetzt wird dieses Modul schön sauber gemacht. Es stand bei mir ein paar Tage draußen im Garten. Jetzt mache ich es schön sauber, denn das wird jetzt zu einem Freund transportiert und da bauen wir es im Garten auf, damit der ein bisschen was gegen die hohen Strompreise machen kann. Vielen Dank fürs Zugucken. Gebt dem Daumen gerne ein Video nach oben, wenn es euch was gebracht hat. Wait a minute. Schreibt doch mal eure Erfahrungen und Kommentare. Welche optimale Kombination habt ihr gefunden? Oder seid ihr vielleicht sogar auch schon mal über Angebote gestolpert, bei denen Modul und Wechselrichter nicht optimal kombiniert waren? Schreibt doch das einfach mal rein. Und lasst uns kurz darüber diskutieren. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.